So Leute, willkommen zurück zur Pokémon Blau-Silber-Sukolog-Challenge. Oh yeah, das letzte Mal haben wir Koga und Sabrina besiegt. Das heißt also, insgesamt fingen es nur noch drei Orden. Einer in Johto, zwei in Kanto. Es ist doch eigentlich ein ganz angenehmer Alter Schwede, was mit... Was ist denn mit Golking los? Was ist denn mit Golking los? Level 13, Kleinstein, oh je. Ich glaube, ich hätte ja schon vor einer Weile hingehen. Ja, natürlich, klar. Ja, durch den einen Tunnel da... Hätte ich ja schon viel früher gehen können. Ja, was wollen wir heute machen? Also, wir machen uns auf den Weg zur Zinnoberinsel auf jeden Fall in Kanto. Und ich bin auch nicht sicher, was ich in Blau mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wenn die Trainer jetzt hier Level 13 sind, dann ist das ja, naja, nicht allzu lohnenswert, gegen die zu kämpfen. Aber ich habe jetzt noch nicht trainiert für die Arena. Was auf jeden Fall... teuflischer Verauspunkte. Jan war anwesend. So, hier. Ich muss mal schauen irgendwie. Ich denke, wir werden trotzdem irgendwie hier die Trainer noch ein bisschen platt machen, auch wenn sie nicht allzu viel bringen, aber dann sollten wir tatsächlich es schaffen, relativ zeitgleich in die Liga 1 zu marschieren. Falls wir aber zu weit kommen, ne? Wir haben immerhin noch ein paar Herausforderungen zu bewältigen. Und noch einen Kleinstein. Ja, ja, mach du nur da Action mit deinem Kleinstein. Das ist voll okay, Mann. So, Bruce. Hirali ist natürlich ein Wasser-Pokémon, ne? Aber wenn die nur auf Level 30 waren oder was es gerade ist, dann sollte das eigentlich gut machbar sein. Insofern schauen wir einfach mal. Dann war das Kleinstein Level 13 gegen Carpador eine gute Idee. Okay, ich glaube nicht, dass Carpador uns hier gefährlich werden kann. Nicht so wirklich jedenfalls. Leider kein One-Hit, schade. Platscher. Platscher hat eine großartige Animation, wie ich gerade feststellen musste. In der alten Generation. Was? Okay, ich dachte schon, der Typ will mir jetzt hier irgendwas noch in die Hand drücken. So, jetzt sind wir ganz unten angekommen. Okay, das heißt, wir fliegen mal mit Steve nach oben wieder. Ja, ab wieder nach Ebenholz City. Und viel Schaden genommen haben wir jetzt natürlich nicht. Aber wir schauen einfach mal. So, was sagt denn mein Inventar? Habe ich noch Schutz-Items? Ein paar. Brown. So, hat nicht, ob der noch lebt. Oh Gott, ich glaube, kann es sein, dass es der 6 Carpador-Trainer ist, den ich hier gerade gefunden habe? Es sieht alles ganz danach aus. So, aber der sollte hier vom Level her ein bisschen angemessener sein, oder? Koyo hat sich vor allem immer noch nicht weiterentwickelt. Er liebt uns einfach immer noch nicht, Leute. Es ist vorbei. Sollte ich werde offscreen wieder wahrscheinlich ein paar Schritte dann mal machen. Tauboss. Oh, jetzt ist aber... Das sieht nicht cool aus. Also, Tauboss ist ein super episches Pokémon und... Es sieht so winzig aus, vergleichbar, weil das halt gerade in seiner Flugposition ist irgendwie. Naja. Naja. Reicht das? Es reicht tatsächlich nur nicht mal aus. Wahnsinn. Es reicht nicht. Nein, es reicht. Und Hirali hat einfach durch Carpador ein Level-Up bekommen. Sehr schön. Genau so will man das sehen. So, Red Bull, weiter. Bring mir Erfahrungspunkte. Wir bekommen Erfahrungspunkte. Electek. Krass. Das sieht cool aus. Electek gefällt mir. Stärke, weil es mir so sehr gefällt. Zeigen wir unsere wahre Stärke einfach hier. So, Hirali hat ein bisschen Schaden bekommen durch die ganzen Carpador. Kann ich auch nachvollziehen. Das ist eine große Verantwortung, so viele Carpador hintereinander antreten zu müssen. So, aber hey, beide... Nein, Carpador! Beide Trainer ungefähr gleichzeitig besiegt. So, muss ich echt hier... manuell Surfer einsetzen. Was war mit denen? Gegen die habe ich schon gekämpft, ne? Ja, bevor ich mich jetzt hier bei Silber irgendwie verlaufe, guck erstmal, dass ich hier den nächsten Angler finde. Dam, da, da, dam. Dam, da, da, dam. Okay, wildes Pokémon, dann kann ich jetzt weiter nach unten. Sind hier überhaupt noch so viele Trainer? Ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir stellen möchte. Habe ich gegen die schon gekämpft? Nee, okay, alles klar. Alles klärchen. Oh, wir haben gar keinen Schutz mehr aktiv bei Kanto, deswegen... Warte mal, habe ich überhaupt Schutz? Ich habe gar keinen Schutz, ne? Ja, war nie aktiv. Dann hoffe ich, dass jetzt einfach nicht allzu viele Pokémon kommen. Gerade kommt hier erstmal gar nichts. Also weder Pokémon noch Trainer. Da sind Trainer. Da sind ein paar Trainer. Ich glaube, es sind 7 oder 8 Stück oder so, die hier rumeiern. Nehmen wir mal Basaran hier. Jetzt habe ich Raserei eingesetzt. Das ist schon in Ordnung. Das ist okay. Das ist absolut okay. So, müssen wir nur das Fragezeichenhaus machen und dann...
Also, so lange wird das nicht mehr dauern, alles hier tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke. Wir haben einen Großteil der Herausforderung bereits hinter uns. Wir müssen halt nur noch den Teil der Drachenhöhle machen, dann sind wir bei Silber quasi fertig. Und hier halt nur noch das Fragezeichen aus und die nächsten beiden Arenen sind halt auch super direkt hintereinander. Sehr, sehr schnell. Schillung sieht so aus, greif mich an! Und das Aus hier ist verkehrt herum. Einfach auf die Seite gekippt. Ach ja, das Retro-Austoss. Noch ein Schillock, was sagt? Komm hier, greif mich an, Mann! Den Gefallen kann ich dir tun. So, und weiter geht's. Nächster Angler. Gucken, also ich denke mal, wir werden auf jeden Fall bis zur Zinnoberinsel kommen hier. Und dann habe ich da im Fragezeichenhaus ja tatsächlich auch noch einen Encounter, ne? Ich muss jetzt mal hier gucken, wo gehe ich am besten lang? Ich gehe mal hier unten rein. Ein Trainer, vielleicht? Ich glaube, nein. Ich bin nicht so gut wie unten wieder, oder? Warte, den haben wir schon gemacht. Ja. Das war, glaube ich... Was will der lernen? Sternschau. Wer will das lernen? Banane? Wobei, ach, der physische Angriff ist eh Rotze. Nee, komm, lass mal stecken. Naja. Wir brauchen nicht mehr als Donnerblitz. Auf Level 40 Sternschauer ist auch irgendwie... Naja. Interessant, man akzeptiert es irgendwie. Und der Schutz wirkt nicht mehr. So, dann gehen wir mal hier links lang ausnahmsweise. Und die müsste jetzt aber auch vom. Warte, gegen die haben wir gerade gekämpft, oder? Juhu, etwas hat angebissen. Nee, komm, nehmen wir Bruce. So. So. Und ich glaube, wie gesagt, gegen die haben wir schon... Ah ja, stimmt. Da war was. Da war ja was aus dem Menü raus. Vergesst jemand. Also ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, bis ich jetzt dieses Let's Play gemacht habe, dass man Surfer früher nur aus dem Menü raus aktivieren konnte. Wie absurd, Leute. Wie absurd das doch ist. So, Tauros hier. Ich habe fast keine Stärke mehr. Das ist schon wieder nur Level 16. Also, man siehe, die Schwanne ist interessant. Interessant auf jeden Fall. Natürlich kommt da jetzt ausgerechnet ein Psycho-Pokémon. Wobei ich fast schon darauf wetten würde, dass Starmie keine Psycho-Attacken kann, also dieses Starmie hier. Na, Härtner. Das ist keine Psycho-Attacke. Trotzdem mal ein bisschen probieren, auch wenn er gerade Härtner gemacht hat. Härtner, ich wusste gar nicht, dass Starmie Härtner kann. Guck mich, ich will fast schon wetten, dass Surfer mehr... Ja, jetzt sowieso. Jetzt sowieso. Ist zwar nicht so effektiv, aber... Ihr wisst das ja mit dem Step und so weiter. Ja, das macht deutlich mehr Schaden. Okay, das war auch ein Crit. War auch ein Critical Hit dabei. Starmie, so ein cooles Pokémon. War ja damals auch stark. Starmie, sowieso ein Pokémon. Starmie war immer stark, Leute. Einfach durch die Bank weg. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt in Gen 7 ist, aber wenn es plötzlich nicht mehr stark ist, würde es mir tatsächlich persönlich das Herz brechen, muss ich sagen. Muss ich einfach an dieser Stelle mal erwähnen. So, ja, das war's. Das war's für Patrick, ne? Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Welchem Level sind eigentlich unsere... Oh, sind alle schon auf 33. Können wir mit Koyu wieder kämpfen. So, aber erstmal möchte ich hier den nächsten Trainerkampf trainieren. Also das müsste der letzte sein, tatsächlich. Ah ja, jetzt bin ich hier ganz unten wieder, ne? Okay, alles klar. So, ich glaube tatsächlich, wir haben aber jetzt auch fast alle Trainer dann besiegt hier. Auf dem Weg runter. Also schon einmal gehen wir noch runter. Aber ich wüsste das spontan nicht, wer da noch auf uns lauern sollte. Und wenn wir uns jetzt links fallen lassen, müsste da noch ein Wanderer sein, oder? Oh, hier ist ein Item erstmal. Was? Nein, kämpfen. Kämpfen! So, der hier. Genau, und das, ich glaube, das ist der letzte. Und warum? Jetzt habe ich schon wieder Koyu vorne. Das wird natürlich... nicht allzu viel bringen. So, was ist der letzte Trainer auf dem Weg? Ne, das ist noch einer. Krass, das ist sogar 9 Trainer. Ich glaube, ich werde auch nicht den ganzen Weg da zur Seeschauminsel. Ich glaube tatsächlich, dass ich den nicht abgehen werde. Level 5 Tentacher. Süß. Warum kämpfe ich eigentlich? Ach ja, weil ich hier wechseln wollte. So. Also den werde ich, glaube ich, echt nicht abgehen, weil... damit würde ich wieder... Wir haben so schön aufgeholt jetzt bei Blau.
Und unser eigentliches Ziel ist es sowieso nur, die Liga zu beenden. Also würde uns das sehr in die Hände spielen. Ich bin schon überrascht genug, dass wir das bisher so gut hinbekommen haben, tatsächlich. So, und jetzt hier ruft erstmal eine an. Ist das die mit dem Blattstein? Nee, ne? Achso, sie will kämpfen. Nee. Nee, lass mal stecken, Annette. Ich dachte schon, ich krieg eher kurz einen Schüttelfrost gehabt, weil ich dachte, ihr wisst schon, wer ruft an. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. So. Boost trifft erstmal nicht. Haben wir gegen den schon gekämpft? Ja, haben wir. Okay. Oh nein, ich bin im Wickel gefangen, Leute. Es wird wieder OP. Nein, 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 ich will deine dreckige Telefonnummer nicht. Ich wollte nur hier weiter die A-Taste hämmern. Na gut, das war's dann wohl. Jetzt führt kein Weg mehr dran vorbei, Leute. Wir müssen tatsächlich in die Arena. Gut, ein paar Vortrainer werden wir auf jeden Fall noch klatschen, aber bis zum nächsten Part werde ich dann auf jeden Fall leveln. Auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, Level Cap ist 40, werde ich irgendwie bis Level 38 wahrscheinlich oder so trainieren. Wenn wir da wirklich gegen Sabrina kämpfen müssen, was so aussieht. So, und jetzt, Dankeschön, das Sentara ist auch endlich mal zu Boden gegangen. Mann ist glücklich. Mit Mann meine ich mich. Lalalala. Silberblick. Ach, Bruce. Bin echt gespannt, wie das wird. Ich mache mir um seine Defensive Sorgen, aber das habe ich ja schon mal erwähnt. Die quasi nicht vorhandene. Er ist der Vorgänger von Scheiß Death, Leute. So, wen habe ich denn hier gerade vorne? Koyu. Weil ich nicht die beste Wahl, aber vielleicht benutzen die auch mal sowas wie Sepa. Das wäre ganz angenehm. So, erstmal gucken wir hier weiter. Müsste ich nicht bald mal auf der Zinnoberinsel sein? Fragezeichen. Ich meine schon. So, Hallöchen. Die bedrohliche Musik gemacht. Ich werde aber auch bei Kanto, glaube ich, noch ein bisschen trainieren. Einfach damit ich... Ja, ich bin halt jetzt gerade aktuell ziemlich hart unter Pyro, glaube ich, mit 46 oder so. Ah, die Zinnoberinsel in einem sehr anstrengenden Ton für die Augen. Ey, die haben wirklich Sepa, krass. Ja, da kann ich auf jeden Fall ein bisschen was mit Evoli machen. Schön. So, die Korpfnuss. Rauchwolke. Ja, akzeptiere ich noch. Akzeptiere ich gerade so noch, aber war ja klar. War ja klar. Nur mal kurz hier unser Inventar aufräumen. So, PC von Rot. Ja. Ablegen. Wollen wir mal die TMs. Das ist Toxin. Das unten ist das Psychokinese oder was hat sie uns gegeben? Psychokinese ist ja eigentlich 29 oder war das hier noch anders? Warte, ich kann nichts mehr einlagern. Okay, RIP, Leute. Das ist schlecht. Na gut. Dann gehen wir jetzt noch ein bisschen einkaufen. Wir schauen mal. Und Simon. Da wechsle ich lieber mal den Bizeps rein. Kann ich dir helfen? Ja, definitiv. Hyperbälle. Nehmen wir mal 10. Ich weiß gar nicht, ob wir noch so viele wilde Pokémon sehen werden. Hypertränke aber definitiv. So, wir haben ja die Asche. Topschutz kann auch nicht schaden. Gib mal her hier. Mal her, gib mal her. 20 Stück, damit wir auch schön durch die Siegesstraße bald gut durchkommen. Die Leber brauche ich gerade nicht. So, ist denn das Psychokinese? Gucken wir mal. Psi-Welle. Oh, ernsthaft? Anstatt irgendwie mal eine gute Attacke oder so, wisst ihr was? Psi-Welle ist so schlecht. Das verkaufe ich jetzt einfach, damit ich Platz im Inventar habe. So. Tschüss. Okay, was haben wir hier da? Superdrecke, Hyperheiler, Superbälle, Meisterball, Kartefahrrad. Ja, schon recht volles Inventar jetzt tatsächlich. Was ich jetzt auch erstmal aufräumen werde eben. Ach, wobei, komm, nee. Das dauert zu lange. Das mache ich jetzt. Mache ich offscreen. So, habe ich mich geheilt? Hier? Jawohl. Dann können wir ja tatsächlich noch eigentlich einen Encounter mitnehmen, würde ich sagen. Ja, ist auf jeden Fall noch gut Zeit für. So, und das ist der letzte Trainer schon da in der Arena? Ist das so, ja? So, mit wem kämpfen wir? Mit Sushi, Thor, ja komm, kämpfen wir mit Steve. Los, Steve! Tu, was du nicht lassen kannst und zerstöre diesen Trainer.
Sehr, sehr, sehr nice. So. Da sind wir, Leute. Das Fragezeichenhaus. Dann gib mir mal meinen Encounter. Ich könnte theoretisch jetzt Smogon kriegen, aber wenn wir ehrlich sind, die Wahrscheinlichkeit dafür ist fast nicht vorhanden. Also müssen wir einen Slimer nehmen, was natürlich auch cool ist, aber naja. Ich hätte lieber was anderes gehabt. Tja, wie schwäche ich das jetzt? Zerschneider? Überlebt das ein Zerschneider? Das hat nur Level 30, ne? Ich probier's mal. Ich meine, wenn wir es aussehen killen, gibt's Schlimmeres. Okay. Okay. Werfen wir am besten mal direkt einen von den neuen Hyperbällen. Weil so viele Gelegenheit, neue Pokémon zu fangen, werden wir sowieso nicht mehr bekommen. Yay! Und Slimer wurde gefangen. Und auf der anderen Seite werden wir von Drachenwut attackiert. Aber Dragonier ist jetzt down. Sehr schön. Schlamm. Dieses Pokémon lebt vorwiegend in schmutzigen Gebieten und ernährt sich von Industrieabfällen. Möchtest du Slimer einen Spitznamen geben, aber volles Rohr. Leute, Liste. So, das finde ich gut. Und Flix McFly schlägt nämlich Flubber vor. Flubber. Flubber? So geschrieben? Ich will mal ganz kurz nachschauen eben. Moment. Ja. Alles cool. Flubber. Wurde auf Bild PC übertragen. Wahnsinn, dann werden wir direkt mal hier einen Schutz aktivieren am besten. So, damit wir nicht von wilden Pokémon angefallen werden. Ich weiß gerade gar nicht, ob es hier drin Trainer gab, tatsächlich, muss ich mal so sagen. Ich glaube, ich werde mich jetzt sowieso tatsächlich erstmal hier auf das Rätsel konzentrieren müssen. Wobei doch, natürlich gibt es ja Trainerin. Doch. Ich erinnere mich gerade. Gerade spontan daran erinnert. Oh Gott, das wird ein Abenteuer. Bist du ein Trainer? Ja, okay. So, den Stein kann ich eigentlich nicht brauchen, weil er an der Wand liegt. Okay, warte mal, ich muss mir mal einen vernünftigen Überblick hier verschaffen. Schieben wir erstmal den da runter. Ich weiß gerade gar nicht, ob das Rätsel gelöst bleibt, quasi, wenn wir hier das nochmal aus der Arena rausgehen. Da oben ist noch eine Trainerin vor allem. Unten ist einer. Ich glaube, das ist die letzte tatsächlich. Nur noch die da oben. So, der Felsen ist weg. Dann lass uns doch mal schauen. Achso, hier kann ich einfach drum rumgehen. Irgendwie habe ich das gerade völlig außer Acht gelassen. Na, Pokémon könnte ihn vielleicht bewegen, aber nur vielleicht, Leute. Merkt euch das. Ach, Glutexo. Sah so merkwürdig aus in der ersten Generation. So, kann ich direkt mit runterfallen oder... Ja. Ja gut, das hat mir jetzt eher wenig geholfen. Wahrscheinlich war das eh nur so eine Art Tutorial-Zweck. Warte mal. Kann ich irgendwie... Ich will jetzt nur noch eben schauen, ob ich dieses Rätsel hier noch eben geschwind lösen kann. Ach so, ja, schon klar. Schon klar, Mann. Der Stein muss natürlich nach unten geschoben werden. Dann aktivieren wir hier noch eben den Schalter. Wer würde das nicht tun? Habe ich ihn jetzt aktiviert oder habe ich jetzt B gedrückt? Das war nicht, also bei Blau werde ich jetzt erstmal mich nicht großartig bewegen, wie ihr hier seht. Aber das liegt in erster Linie daran, dass ich mich aufs Laufen konzentrieren möchte. So. Beziehungsweise auf dieses Rätsel konzentrieren möchte. So, das ist die letzte Trainerin da oben. Ich würde sagen, tatsächlich, wir machen die einfach noch. Weil, why not? So, dann haben wir nämlich alles geklärt fürs nächste Mal. Und dann können wir endlich hier... Oh, die Tagebücher über Mew und Mewtwo findet man ja hier in dem Haus. Calcium, der helle Wahnsinn. Es wird direkt mal eingesetzt. Lalalala. Basaran, wo bist du? Da. Erstmal die Spez erhöhen. Sehr schön. So, ich hoffe wirklich, dass das Arena-Rätsel irgendwie gelöst bleibt. Ansonsten wäre das ein wenig traurig. Ich gehe einfach mal hier nach oben. Ich weiß noch, dass ich mich irgendwo fallen lassen muss. Erholung. Wer versucht Erholung zu holen? Red Bull? Nee. Nee, lass mal. Nein. Funona!
krasses Pokémon, aber ich habe ein krasseres. Ich habe Basaran. So, und das Dragonier wird einfach mit der Stärke weggeklatscht. Und dann sind wir auch jetzt gleich am Ende des Parts, Leute. Und bis zum nächsten, wie gesagt, werde ich auf jeden Fall trainieren. Wahrscheinlich in beiden Editionen. Bei Kanto ist es zwar nicht unbedingt nötig, aber wir machen ja nur das Fragezeichen aus. Und wir werden hier jetzt nicht irgendwie noch 5 Level oder so aufsteigen. Deswegen machen wir das so. Rot besiegt den Dieb. So, ist der andere jetzt auch schon da, die Astrainerin? Oder hat sie noch was? Ne, die ist besiegt. Sehr schön. Schlieke. So, was machen wir dann? Ich will jetzt ganz kurz gucken, ob sich das Rätsel resettet und ob ich traurig sein muss quasi. Oder ob ich ein glückliches Leben führen darf. So, und dann gehen wir mal kurz raus und dann gehen wir wieder rein und schauen uns das an. Moment, da konnte ich gerade nicht sehr viel sehen. Der Schutz wirkt nicht mehr genau. Okay, das Rätsel bleibt gelöst. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut, was machen wir denn? Wo stellen wir uns hin? Ich glaube, wir gehen am besten mal zum Pokémon Center. Da habe ich eine gute Ausgangsposition fürs Training. Lalalalalala. So. Gefällt mir, Leute. Gefällt mir, wie das hier gerade läuft. Hier unten im Erdgeschoss kann ich natürlich auch noch rumlaufen. Da war ja was. Das Fragezeichenhaus. Oder der Fragezeichenöffner ist es einfach nur. Jedenfalls irgendein Haus mit mystischen Eigenschaften. So. Dann warte ich noch ganz kurz, bis wir unser Pokémon geheilt haben. Und dann stehen wir episch doppelt geheilt vom Pokémon Center. Für mich immer noch das schönste Ende eines Parts. Kommen jederzeit wieder vorbei. Natürlich. So, Leute, das war's für heute mit der Pokémon Blau und Silber Sokolok Challenge. Bis dahin. Ciao, ciao.